Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Never Alone. Da sind wir wieder, obwohl wir das Spiel ja eigentlich schon durchgespielt haben, denn das Timing war ganz gut vom Let's Play. Es ist nämlich ein DLC rausgekommen. Dieses DLC heißt Foxtales und das wollen wir uns natürlich, nachdem wir jetzt das Hauptspiel durchgespielt haben, auch gerne noch anschauen. So, werfen wir noch mal einen Blick rein in die Foxtales. Es gibt wieder neue Kultureinblicke dabei. Schauen wir mal, wie viele das sind. Achso, das sind ja die alten teilweise. Ach nein, das ist auch schon ein neues hiervon, die Brüder von der Küste. Das können wir uns gleich damit anschauen. 5 Kultureinblicke gibt es also insgesamt. Aber wir schauen jetzt noch nicht sofort rein, sondern ich würde sagen, wir legen erstmal direkt mit einem neuen Spiel in den Foxtales los. Und so wie ich das mitgekriegt habe, geht es wieder um Nuna und den Fuchs. Allerdings den Fuchs noch als Fuchs. Werfen wir einfach mal einen Blick rein, mal sehen, wie es wird. Los geht's. Ili simagiga atla unipkak utuk kanat kekekta rumit ukoti sukangat tusa simagiga paningmin imagok ilan nagig tamani neksuk atosak nakin minte tagim sinyanin agik simarok ilakata asin inyuna huni Kriktarugmi Iglo pilgubluni anak tak mata Angunel gubluni lu Ilangat kurral guneksok Ilan narik tapkok iksitsuk Supayami ikaw matrong tarik ipnat chemin kriktarugmun Atogurut ukpigoramig ang ahoting. Ilokating pilguploting suli sanggipluting. Es gab einmal zwei Brüder. Der eine Bruder lebte an der Küste. Der andere Bruder lebte bei Kotzebue. Willy Goodwin, Senior. Oder auch Panik. Gut, also die Geschichte um Nuna und den Fuchs wird nur insofern weitergesponnen, dass Nuna und der Fuchs einfach wahrscheinlich für die beiden Brüder eingesetzt werden, um halt keine neuen Protagonisten zu haben. So, nachdem wir jetzt die Einleitung hatten, würde ich sagen, schauen wir uns mal das Video an, das wir schon haben, die Brüder von der Küste. In 1964, my grandfather, Appa Willy Goodwin Sr., Punnick. He was invited by archaeologists and anthropologists from Brown University. He was invited to the Onion Portage site, this ancient sacred site of the Anupak people. And it was really special for my grandfather to be included in that kind of thing because it showed the respect they had for him, for his knowledge, for what he had to offer. And while they were there, while they were camped out there, when they had some quiet time, he told some stories. One of the stories that my grandfather told was the story of the Coastal Brothers. These two brothers, they have their own particular skills. They go out to the Noatak River area and they go to try to challenge and hopefully defeat this giant mouse who is destroying everything in its path. The development team really took a great interest in the story that my grandfather told because it really enhances those themes that we found in Never Alone. One of interdependence, another of Anupiaq values, love of our elders and of our land and of our traditions. I mean, it helped to really bring that out. And so that's one reason why it really captivated the interest of the team. So, okay, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Klingt ja erstmal ganz vielversprechend. Werfen wir den ersten Blick in die Geschichte hinein. Wie sie sich gestaltet zwischen den beiden Brüdern, beziehungsweise in unserem Fall natürlich zwischen Nuna und dem Fuchs. Okay, Romy, Inuna Kahoting. Inuit Aniraktut Ivrilegora Meknin. Kinyarik Samun, Upinga Kratmun. Upinga Kratman, Supayak, Umagaktuk. Thank you.
Okay, D-Rennen. Space, ja gut, das ist ja alles klar. Soweit kriegen wir nochmal ein Tutorial für die einfachen Sachen. Aber die Maus ist doch so niedlich. Warum jagen wir die denn jetzt? Hüpf. Wer weiß. Oh, die arme Maus. Das war nicht nett. Okay. Achso, wir müssen die gedrückt halten. Interessant. Jetzt also auch mal auf dem Wasser. Okay, ist interessant. Wir müssen wirklich für jeden Paddelschlag einzeln drücken und dann auch gedrückt halten. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, wie konnte man denn hier schnell machen? Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Okay, das Spielchen kenne ich noch, mit den Geistern zu interagieren. Oh, warte mal. Ich will aber... Nee, mach nochmal unten lang. Ich will aber den Geist schon mitnehmen. Achso, ich muss ihn hier runterführen. Alles klar. Huch. Ah, er hat die Strömung umgeleitet. Das war jetzt der Plan. Alles klar. Mal sehen, ob wir jetzt mehr Erfolg haben. Witzig. Huch. Was war denn jetzt? Aus Umiak springen mit S und Space, okay. Achso, wir sind angeeckt, das war das Problem. So, ich würde sagen, wir machen erstmal mit Fuxi runter und schauen, ob wir mit ihm irgendwas hier manipulieren können. Und das geht tatsächlich. Ja, Nuna hat es mal wieder rausgeschmissen. Hat sie halt Pech jetzt gerade, muss ich mal so sagen. Wir müssen allerdings hier oben ran. Ich befürchte bald, ich werde mit dem Fuchs nochmal kurz zurück müssen. Bleib mal, wo du bist, Nuna. So, ich befürchte, ich muss hier nochmal runter. Den Fuchs hier, kann ich den Geist hier runterlenken. Nicht ertrinken, Nuna, ne? Weil wir sonst einfach das Boot gar nicht mehr an die richtige Stelle kriegen. So, dann machen wir einfach nochmal ein Stück zurück hier. Ja, du musst nicht gleich rausfallen wieder. Mädchen. Wunderbar. Eine Zeit des Lebens. Wahrscheinlich ein Beitrag über den Frühling, nehme ich an. So, reisen wir einfach mal weiter. Ich bin mit mir, Lu. Dann machen wir Plügel, aber ich bin Norak. Kennt ihr gerade, dass wir nicht mit dem Kangen, ne? Bleibt doch stehen! Beziehungsweise, warum macht ihr eigentlich... Oh Gott! Warum macht ihr der Maus eigentlich hinterher? Was hat sie euch denn getan? Fuchs, kommst du mit? Sehr gut. Wo ist denn jetzt unser Boot eigentlich hin? Ist das irgendwie in Reichweite oder so? Kommen wir hier durch? Ah, da drüben ist ein Geist mal wieder. Gehen wir eben ein bisschen auf Tauchstation. Geist, lass dich ziehen. Oh oh, ich glaube, den Viechern sollten wir nicht zu nahe kommen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind nicht so freundlich gesinnt. Zischen wir einfach mal durch hier. Nein, hier mache ich nicht lang. Ich bleib dann doch lieber hier unten. Hui! Ja, war glaube ich eine ganz gute Entscheidung.
Na gut. Jetzt also unter Wasser. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zu unserem Bötchen zurückkommen. Wow. Das habt ihr ja mal wieder großartig gemacht, Leute. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so treffend. Wir sollten vielleicht den Geist da unten noch ein bisschen verschieben. Bevor wir uns in seine Strömung hineinwagen. So zum Beispiel. Ach, mit Space ging das schneller zu schwimmen, alles klar. Okay, wir nehmen aber mal den kleinen Umweg. Sicher ist sicher. Nuna, komm nicht auf dumme Ideen. Gut. Nicht, dass sie jetzt den Shortcut nehmen will und dann weggefressen wird. Das wäre ja jetzt der Hammer gewesen. Schön aufpassen, Nuna. Gut, wir sind wieder oben. Wunderbar. Nuna, kommst du? So, ich mache es mal nach links. Vielleicht gibt es hier oben ja irgendwas. Höh, das war nicht so schlau. Ja, genau, so macht man das. Fuxi? Ist Fuxi gestorben? Oh, das tut mir leid. Ein etwas spezieller Todesschrei, muss ich sagen. Achso, ich bin jetzt Nuna, deshalb. Ich habe mich schon gewundert, warum die Steuerung gerade nicht passte. So, neuer Versuch. Passt. Und auch da kommen wir hin, kein Problem. So, Fuxi, magst du mitkommen? Sehr gut. Na gut, weiter geht's übers seltsame Eis. Warum auch immer die Schollen sich schon wieder bewegen hier. Keine Ahnung. Und wieder hinab in die Tiefe. Okay, wir müssen mal schauen. Wie kommen wir denn hier am besten? Ja, da komme ich ja bloß wieder hier hin. Ah, okay, ich kann es ein bisschen steuern, in welche Strömung ich gerate. Machen wir doch einfach mal hier lang. Das sieht doch ganz treffend aus. So, ich nehme ihn mal mit. Okay, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist. Kann ich den noch ein bisschen weiterziehen? Kann ich. Ah, und dadurch verzieht der sich dort. Alles klar. Also wir können mit Hilfe der Strömung auch die unfeinen Leute vertreiben. Ach, das Boot gibt's noch? Ah ja, da oben ist es ja. Na, was haben wir denn da? Was ist das denn? Oh, war das jetzt gut, das ins Wasser zu schmeißen? Ah, danke. Besten Dank, mein Freund. Sehr freundlich. Gut, jetzt sollten wir es doch ein Stück einfacher haben, uns wieder an die Oberfläche zu kämpfen. Hoffe ich mal. So. Gib mal her. Das schmeißt er dann am besten mal hier rein. Um das Loch hier drüben zuzumachen, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Dankeschön, sehr freundlich. Also, wir kriegen unendlich viele Versuche, das ist schon mal schön. Ich dachte eigentlich das linke Loch, aber gut, dann schmeißen wir es mal hier rechts rein. Vielleicht hilft es uns da ja mehr. Ach, das rollt dort runter. Ach, ich dachte, das würde nicht gehen. Gut, damit landet es letztendlich genau dort, wo es hin sollte. Und dann kommen wir hier auch weiter. Wunderbar. Und schon sind wir wieder oben. So, müssen wir jetzt zum Boot zurück? Ich glaube schon, ne? Wie kommen wir denn da am besten? Ich glaube, wir sollten erstmal auf die obere Plattform.
Und hops. Und... oh, das war nichts. So, ist es denn gut, hier unten zu sein? Funktioniert offenbar auch so halbwegs, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache mal mit Fuxi weiter. Nuna wird schon nachkommen. Setze ich jetzt einfach mal voraus. Nee, ich glaube, sie schafft es nicht alleine, ne? Schade eigentlich. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen betrügen. Aber ganz so ist es dann doch nicht. So, ich muss noch mal kurz hier rüber. Ich brauche schon festen Untergrund unter den Füßen, um hier hochspringen zu können. Sehr gut. So weit, so gut. Und hops. Diesmal hat auch der Sprung gepasst. Wunderbar. Halt, jetzt noch nicht. Jetzt erst. So, und damit sollten wir doch... oh, schön, die nächste Eule. Damit sollten wir doch auch gleich wieder beim Boot sein eigentlich, oder? Nein, nein, nein. Na. Ich muss nochmal kurz zurück. Die Eule möchte ich schon haben. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mist. Oh nein, er stirbt dann auch gleich, wenn er dort abstürzt. Das ist ja uncool. Wie unfein. Hops. Hat nicht funktioniert. Schade. Ich will dieses Video haben. Gib es mir. Verdammt. Fuxi. Ich glaube, der ist der bessere Kandidat dafür. Und Schnips. Ja, endlich. Eine Geschichte von Eis. So, dann mache ich mit ihm auch gleich mal hier oben lang weiter. Und wieder mal wird uns mit einer Eiskugel geholfen. Achso, damit können wir wahrscheinlich die Eisscholle hier drüben zerstören, oder? Oder das Boot so weit beschweren, dass es drunter durchkommt. Auch eine Variante. In Ordnung. Komm, Fuxi, beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das war nichts, aber ist auch egal, wir müssen sowieso hier ins Boot. Na gut, weiter geht die wilde Fahrt. Und die Maus? Wo ist die jetzt? Na lo, kisu hutik, paket kek kisip magan awingorak. Oh. Das ist eine etwas größere Maus. In einem anderen Dorf, einem Dorf namens Noatak, erzählten sich die Bewohner eine Geschichte über eine Schlucht. Jedes große Schiff, das den großen Fluss nach Noatak hinauffuhr, wurde genauso verschluckt.